bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die, bei der man sowas bleiben lässt. Die hat jetzt lange genug auf der Leine gehangen. Ich bin nicht so verzweifelt, es ist eher die, bei der... Ich glaube nicht, dass... vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Nein, es ist... der Gedanke ist vielleicht absurd. Aber die Hose ist eigentlich groß genug und aus Segeltuch. Sie würde gar keinen schlechten Fallschirm abgeben. Ich bin nicht so verzweifelt, es ist lieber der... Die steinerne Mütze ist wie ein großer Korken. Es gibt eine spezielle... Es ist eine sehr erniedrigende Nummer. Vielleicht die erniedrigendste von allen. Und das will echt was heißen. Wie heißen Sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen? Ihr seid doch Lichter, oder? Irrlichter, könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen? Der Baum scheint ganz hohl zu sein. Der Baum scheint hohl zu sein. Ich glaube nicht, dass ich das Loch damit sonderlich vergrößern kann. Der Baum ist einfach zu massiv. Das hilft mir. Das ist zu groß, um in das Loch... Das ist zu groß... Das ist zu groß. Guck mal, Spot, ich habe das Loch verkorkt. Du könntest gerne ein wenig mehr Begeisterung zeigen. Ihr seid doch Lichter, oder? Irrlichter, könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen? Wo sind Sie denn jetzt hin? Die Irrlichter sind unter diesem Stein verschwunden. Hallo, Irrlichter? Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind Sie hin?
Wo sind denn die Irrlichter hin? Hallo, Irrlichter? Da ist nichts, nur ein kahler Fleck. Seltsam. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet, aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Wir müssen auf diese Insel. Ich weiß auch nicht wie. Wir müssen uns halt was einfallen lassen. Ja, da ist Petroleum im... Ja, kein Zweifel, da ist Petroleum. Vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf... Ja, das scheint mir... Der Druck der Explosion wird sich nach oben... Ich mag zwar... Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Im Prinzip würde sich das schon als Lunte eignen, aber es ist ganz feucht. So wird es niemals brennen. Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Hab ich nicht schon genug? Nein, das eignet sich wohl. Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Ich sollte nicht gleich ab, wenn es so wäre, hätte... Ich glaube nicht und ich probiere... Thank you.
Gute Idee. Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Das ist als Lunte genau das Richtige. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt nicht hier. Nun aber schnell. Nun aber schnell. Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Oh je. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick, es ist an der Zeit. Erwache! Autsch. Was? Wo bin ich? Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist. Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort?